Augusta National Golf Club in Augusta, Georgia. Set amongst the azaleas, dogwoods, magnolias, and pines, this is EA Sports coverage of the world of golf. Alongside Frank Nabilo here in the tower, I'm Rich Lerner, and Frank, the golfers have elected to play alternate shot stroke play here today. What do they have in store for them? It's a fun format, Rich. I know you're normally used to the alternate stroke match play that you see in the Ryder Cup, the President's Cup. The golf itself is played exactly the same way. Tee off alternate holes, but this time we have to record the score on each and every hole, so it's a tough format. Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour bei mir auf dem Kanal. Und wir haben soeben den Abschlag von Nelly Korda gesehen. That's positioned nicely in the right side of the fairway. Als nächstes schlägt Dustin Johnson ab. Und zwar in einem Team Mixed Play. Kein Matchplay, sondern Zählspiel. Mehr dazu gleich. That is going to wind up left of the fairway into the second cut here at hole number one. To where the hole is cut, just about 190 yards, Frank. Da bin ich also an der Reihe. Wie immer spiele ich Jason Day an der Stelle. Und ihr habt es schon gesehen und natürlich in der Einleitung auch gesehen. Wir spielen mal wieder den Augusta National, was einfach den folgenden Grund hatte. Wenn ich jetzt diese Session aufnehme, ist es Samstag. Und ihr wisst es vielleicht, wenn ihr das Ganze beobachtet habt. Dritter Tag, wieder Regenunterbrechung und für heute wurde das Ganze eingestellt. Und dadurch habe ich jetzt doch noch Zeit gefunden, eine Aufnahme zu machen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, gönnen wir uns doch einfach mal Augusta bei schönem Wetter. Pin-Position ist die Sonntags-Pin-Position und die Spieler haben auch alle ihre Sonntags-Dresses an. Wie ich gerade erwähnt habe, werden wir ein Zählspiel, kein Matchplay, es ist ein Zählspiel Alternate. Das heißt, dass wir spielen mit einem Ball abwechselnd. Deswegen stehe ich jetzt auch am Ball, den Nelly Korda ja abgeschlagen hat. Und wir spielen hier im Flight mit, also ich mit Nelly und Dustin Johnson mit seiner Schwester, mit Jessica Korda. So, also um das Ganze nochmal zu sortieren, Nelly Korda und Jason Day, Dustin Johnson und ihre Schwester Jessica Korda. So, das dazu. Dann wollen wir jetzt mal anfangen, hier auch mal einen Ball zu schlagen. Pin-Position rechts hinten. Wir schauen, dass wir ein bisschen links bleiben. Ganz kurz auch, ich habe wieder zurückgestellt den Game Mode, das Game Mode Setting oder das Gameplay Setting auf Pro, damit wir wieder es ein bisschen leichter haben beim Putten und wir, ich will es mal so formulieren mit Jason, der hier auch wettbewerbsfähig sind. Okay, so, kommen wir da hin, kommen wir da nicht hin? Wir werden das versuchen. Wir haben ein Eisen 6, das sollte wenig Spin geben, aber wir müssen kräftig nach oben schlagen, 22 Feet bergauf. Okay. Wäre natürlich schön, wenn er... Ja, der müsste jetzt wieder ein kleines bisschen runterkommen. Sehr schön und da haben wir dann nicht allzu viel falsch gemacht. That's some good work there. Able to hold the elevated green and now has a good look at birdie. Well played. Walking the course today, let's bring in Nota Begay the third. She's left herself with 147 yards to the hole, pin all the way on the right. Ja, der kommt zurück. Bleibt er auf dem Grün? Ich denke nicht, Tim. Ja, das ist eben die Gefahr. Man sieht es jetzt von hier aus auch sehr, sehr gut, dass eben das Grün abfällt in die Volksfront. Und Bälle, die eben nicht weit genug fliegen, haben laufend Gefahr, eben vom Grün zu rollen. Das ist auch die Besonderheit hier an diesem Platz.
So, Dustin Johnson jetzt mit der Annäherung. Vermutlich chippt er den Ball. Okay. The strike was fine on the pitch shot. Ball first, then turf. Just wasn't really hit hard enough. This is a 23-foot putt. Auf jeden Fall ein guter Putt. Jetzt schauen wir mal, was Nelly schafft. Zu Birdie. Ja. So, auch hier zur Information wegen den Einstellungen. Für das Putten habe ich den Broadcast-Mode eingestellt und deswegen springt hier auch als die Kamera. Gut, das wäre eigentlich ein Tap-In, sollte eigentlich kein Problem darstellen. Er zeigt mir zwar an, dass wir ziemlich weit rechts anhalten müssen. Okay, no problem with that. So, für uns steht die 4 auf der Scorekarte, für Nelly und mich. Und Dustin Johnson puttet zum Bogey. Moving on to the 575-yard par 5 second at Augusta National. One of two par 5s on this first nine. Reachable in two for many in the field, but the green is protected by large, deep bunkers. So, wir stehen am Abschlag. Wir dürfen also jetzt abschlagen. Auch hier, wie gesagt, wie beim Foursome abwechselnd mit einem Ball. Ich darf die geraden Bahnen abschlagen und Nelly schlägt die ungeraden ab. So, ganz kurz, ihr werdet sehen, immer wenn die Bahnen erklärt werden, gezeigt werden, auch eine Besonderheit im Augusta National ist, dass jede Bahn nach einer Pflanze, nach einer Blume benannt ist. Und achtet einfach mal darauf, am Anfang des Overflies, da werdet ihr diese Pflanze, diese Blume halt immer auf der rechten Seite bei der Bahnbeschreibung sehen. Gut, das ist jetzt klassisch, typisch. Augusta ist eher ein Drawplatz. Das heißt, wir brauchen sehr häufig die Kurve von rechts nach links, weil das hier ein Dogleg nach links ist. Würde uns natürlich hier ein Draw helfen, an der Spielbahn hier runterzulaufen, dass wir am Bunker vorbeikommen und dann hier den, dass der Ball richtig schön hier links runterläuft. Gut, das werden wir jetzt versuchen einzustellen. Wir gehen auf Draw. So, und dann hauen wir das Ding mal raus. Oh, aber wir kommen, glaube ich, über den. Nein. Oh. And that'll make things a bit. Also, der hat den Draw überhaupt nicht angenommen. In the bunker at the very top of that ridge. Das ist natürlich jetzt ganz, ganz übel für unsere Partnerin, weil das schon eine sehr, sehr hohe Bunkerkante ist. Aber gut, es ist ein paar 5, das heißt, wir haben sowieso 3 Schläge bis zum Grün. Denn ich kann mir nicht vorstellen. Dass Dustin Johnson von dort wirklich das Grün angreifen kann mit 325 Yards. Still well over 300 yards to the flag. So, getting this to a good number. The key here. Jetzt war das Holz in der Hand. Yep, aber der bleibt rechts. Pin-Position ist natürlich auch extrem schwierig hinter dem Bunker rechts auf diesem dünnen Stück Grün. Second shot upcoming. Oh je. Down to Noda. Playing from the fairway bunker at the second. Ich wollte gerade sagen, der Holz geht hier auf gar keinen Fall. Most likely gonna have to lay up and try and set up the third. Ja, 150 Yards. Sand takes away any chance of going for the green in two. Meter. Nice recovery here to get back on track.
And he's set up for his third shot here, looking to get it on the green with this. Gut. 9 Fuß nach unten. Wir sollten aber gucken, dass wir diesmal nicht im Bunker landen. Wir versuchen es mal mit diesem Schlag. Damit sollte er eigentlich sofort zum Liegen kommen. Er geht nach links. Und bleibt liegen. It's a solid shot and a green in regulation, but a little away from the band. A little away from the band. Ist natürlich jetzt auch keine gerade besonders gute Position. Man muss jetzt hier über den Bunker und man hat nicht viel Grün zum Anspielen. Die Gefahr besteht eben auch, dass er dann hinten ein bisschen rausrollt. Das wäre eigentlich... Yep. Und da liegt der Ball in den Zuschauern. Ja, da ist das Paar für Corda Johnson machbar. We welcome in Iona Steven. This a putt for birdie. It's all about the start line for this kind of putt. It's going to be played out to the left-hand side if he wants a chance, and it's going to be lightning quick in the last section. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Oh, that nearly went in. That's a touch of class right there. Very good effort. Ja, nochmal kurz zur Erinnerung. Es ist kein Matchplay, sondern hier kommt es jetzt wirklich auf jeden Schlag an. Nee. So, wir spielen zum Paar. The short par 4 third, only 350 yards. I think one of the more underrated holes on this golf course. We know those 5 pars plus the 12. Flowering Peach, so heißt diese Spielbahn. Rightly so, but this is a wonderful hole, strategic, and you need some touch here. Sehr schön. Good shot coming off bogey at the second. That's going to be in the fairway. Well, look out. That is way right. And that will come down into the second cut. And he's set up for his second shot here, looking to knock it on the green. Oha. 54er, 50er, 60er. 60er, aber Power Approach ist zu viel. Ja. Okay. Okay. Na, stopp. 54er ist definitiv zu viel. Ja, müssen wir wohl. So. Ja. Und jetzt ereilt uns das Schicksal wie vorhin an der 1 die anderen beiden.
Ja, da haben wir nicht ganz drauf gepasst. Natürlich Backspin und der Ball rollt runter. Oh man, it looked good initially, but rolled off the green and back into the fairway. That stings. Ist natürlich klar, bei Sonne sind die Grüns etwas härter, nehmen natürlich den Spin etwas besser an. Im Gegensatz natürlich, wenn sie ja, nass sind, das heißt morgen am Sonntag, oder wenn ihr das Video seht, also heute. That's the main thing, but from that distance, really don't want to leave yourself like a knee knocker, like a 4 or 5 footer, so this first putt's going to have to be good. Also wenn ihr das Video seht, dann werden die Grüns ziemlich durchnässt sein und dann sind sie natürlich weich und die Bälle bleiben eher liegen und nehmen den Spin nicht so sehr an. So, das nennt man einen Bump and Run. Sie hat versucht, den in den Hang zu spielen, damit er hochspringt, aber das war ein bisschen zu wenig. So. Ein Chip. Mit dem Chippen tue ich mich eigentlich immer in der Regel ein bisschen schwer. Er müsste dann nach links gehen und wir brauchen bei einem Chip, sollte er eigentlich mehr laufen. Ich überlege gerade. So, ein Flopshot sollte den Ball zum Liegen bringen. Okay. Ja, kommt auch ein bisschen zurück. I don't think he's going to fall in love with that one, Frank, but it won't hurt him. No, but you'd expect from there to sort of get it within kicking distance. Now you got to work. Now this for birdie. And he should be able to control the speed. It's uphill, not much break in it, maybe just a touch to the left. Oh ja, da war's drin. Right there. Das erste Birdie der Runde. Hier ist ein Birdie. Und ich hoffe, dass uns Nelly. Okay, naja. Next up, the stout par 3 fourth here at Augusta National, measuring 240 yards. Middle to long iron is the play here, but accuracy is key with the two bunkers protecting the front of that green. And that not going to get there. It is going to wind up in that right front bunker here at 4. Das wird auf jeden Fall ein interessanter Bunkerschlag für Dustin Johnson auf die kurz gesteckte Fahne. So, eigentlich müssen wir hier mit einem Eisen schlagen. Es hilft gar nichts, denn oje. Wir können natürlich Power Drive probieren, wobei das ist eigentlich eher ein Stinger. Ja, Power Drive. Eisen 3. Ja, da haben wir auch wieder das Problem, dass er definitiv dann hier runterlaufen könnte. Ja, aufs Grün kommen wäre wichtig. Wir probieren's. Oh ja, da fliegt er dann doch weiter, als ich dachte. Ah, this fourth green is a tough one to hit, and that one gonna wind up a bit too long. Ja, a bit too long. So, man sieht's, da geht's runter. Ja, man bekommt jetzt hier schon selbst in diesem Spiel einen Eindruck, wie schwierig es für die Professionals ist, diesen Platz und diese Grüns zu spielen. So, a second shot note from the bunker. Popular place here at the fourth. Many players finding their balls in this front right bunker. Gonna require a perfect execution to still have a chance to save par. Ja,
Respekt, Respekt. Ein schönes Sandy Par. So, davon sind wir noch ein bisschen entfernt. Zumal es hier kein einfacher Putt wird. We move now to hole number 5, Magnolia, a par 4 at a stout 495 yards. Avoiding the two deep bunkers left of the fairway is a must, but a sloped green full of little hollows makes getting an approach to birdie range no small feat. Sehr guter Schuss. Good balance, good follow through and a good start to this hole. So, Nelly Korda ist ja die amtierende olympische Siegerin. 2021 hat sie im Dameneinzel gewonnen. And that one's gonna hit hard. Get a little bit of run out. And that is going to wind up just fine. Und hat einen hervorragenden Ball mir hier aufs Fairway gelegt. 263 Yards haben wir noch für den zweiten Schlag. Ja. Das mit dem Holz gefällt mir gar nicht. Eisen 3 Power Approach haben wir im Prinzip schon. Das wäre... Ah, das ist mit dem Holz, ja. Okay. Mal schauen, was passiert, wenn wir diesen Schlag hier versuchen. Damit mussten wir eigentlich den Ball eher zum Liegen bringen. Wenn er da reinrollt, dann müsste er eine leichte Kurve kriegen nach rechts. So, es geht auch ein bisschen bergauf. Wir werden aber trotzdem versuchen, den Ball ein bisschen höher anzuspielen. Wenn er uns jetzt nicht nach links abhaut. Okay, bleib. Sit. Keine Chance, wie ich sagte, mit dem Holz den Ball auf dem Grün zum Liegen zu bringen. Das ist ganz, ganz, ganz schwierig. On an upslope here, you gotta be careful that you don't get this one straight up in the air from that lie. Da hat man natürlich einen Vorteil, wenn man etwas näher ist und kann mit einem Eisen den Annäherungsschlag durchführen. Dann sieht man, bleibt eben der Ball. Und selbst der rollt immer noch gemächlich und kommt kaum zum Liegen. Der ist gut, wenn er denn nun gleich liegen bleibt. Woo, Nelly, that one whizzes past the hole. A difficult putt coming now. Look here at birdie. It's so important to get this one rolling up the slope with just the slightest movement from left to right. What a putt right there. The speed was spot on, but just a fraction offline, and that would have gone in. 11 feet away. Okay, eigentlich nicht so kompliziert. Aber ziemlich ein Berg hoch anscheinend. Okay. It's back-to-back pars here at 4 and 5.
we make our way now to the 180-yard par 3 sixth, second par 3 on the first nine here at Augusta. Elevated tee looks down on a two-tiered undulating green that will absolutely test you. Ja, man sieht es rechts, ist das Grün etwas erhöht und wenn man eben, wie man hier sieht, diese Stelle nicht trifft, dann bewegt sich der Ball noch extrem hier auf dem Grün. Solid shot and sometimes solid throughout the round will win the day. Und man hat einen ganz schön schwierigen Putt. Ja, bevor es weitergeht, ganz kurze Information, denn ich lese ja eure Kommentare und da wurde zum Beispiel auch gefragt, wie es aussieht hier mit dem Schwungsystem, ob es dann auch das klassische Dreiklicksystem geben wird. Auch hier habe ich mir mal die FAQs durchgelesen, da steht drin, nein, das gibt es jetzt noch nicht, denn wenn, mit Sicherheit nur im Arcade-Mode, aber es ist wohl geplant, in Kürze dann bei einem der nächsten Updates dann doch diesen Dreiklick-Mode einzuführen, weil er doch von vielen gewünscht und bevorzugt wird. Also das zu dieser Frage. Im Moment kein Dreiklick, aber soll wohl bald kommen. Bald ist natürlich wie immer dann relativ, aber halt mit einem der nächsten oder zeitnah mit dem nächsten Update. So, jetzt konzentrieren wir uns nochmal, weil wir müssen hier den Ball ordentlich hier ablegen. Eisen 6, wir laufen wieder Gefahr, dass wir natürlich eventuell hinten liegen bleiben. Beziehungsweise der Ball durchrollt. Tendenziell haben wir ja ein bisschen das Problem, der Wind kommt von hinten rechts. Okay. Wir werden wieder versuchen, den Ball etwas höher anzuspielen. Und dadurch ein bisschen kürzer. Ja, der ist zu lang. Der ist zu lang. Not on the green, but not in a terrible spot either. Sitting up in the short grass. This one's going to need to carry some pace with it. A long one for birdie. Back up the slope. Get up. Get there. That nearly ran 7 in. Inches. That's class right there. Very good effort. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Olympiasiegerin den Ball wieder locker ranchippt. Ja, stopp, stopp, stopp. Ja, okay. But those are the shots that turn with. You'd like to be a leisurely stroll out on the golf course into a day of hard work. Yeah, what could have been a tap-in is now going to be a grind. So, ziemlich gerader Putt. Das sollten wir doch hinkriegen. Yeah, good work not to let that get away and that's in for a par. Eins über Par. Und auch das Team Corda Johnson ist im Moment eins über Par und das sollte ja zum Par reichen. Nee, oder? Ist jetzt nicht euer Ernst. 7 Inches. Der Ball liegt praktisch auf der Kante. Und Dustin robbt sich heran. Naja, also. On to hole number 7. It is a par 4 at an even 450 yards in length. Anything into the pine trees running the length of the fairway can oftentimes lead to a bogey or worse, with the 3 front bunkers preventing any thoughts of running one up to the green. So, Nelly schlägt wieder für uns ab. Und scheint links zu sein. Okay. And that will do just fine. Ja, das passt.
Ja, da sieht man, dass sich der Augusta National bei schönem Wetter wesentlich angenehmer spielt als eben jetzt zur Zeit bei Regen und Gewitter. Ah, nein, landet nicht in den Pinien. And a bit of a misstep there. That ball's going to come to rest in the second cut. Ja, da muss man dann sehen, ob... Let's go to Noda. Well positioned in the fairway, but there is no guarantees to hit the green. It is protected by a series of bunkers all around it, and precision is a requirement. Gut. Ja. Also hier die Bälle wirklich präzise aufs Grün zu bringen, das ist eine Kunst. Jetzt wäre es natürlich cleverer im Prinzip, dass man dann dahin spielt, weil wir hier einfach mehr Platz haben. Der normale Approach, Eisen 5. Aber auf der anderen Seite, no risk, no fun. Das nenne ich jetzt mal einen präzisen Schlag. No problems there. Really good approach shot. And now, good look at birdie. No problems. So a wayward tee shot and down to Noda. When you find yourself in the trees at the seventh, you are forced to use the hit and hope strategy where you hit the ball and hope that it somehow finds the green. Ja, sie hat da ein paar Äste dazwischen und ich glaube, sie ist auch hängen geblieben. Knapp, just caught it fat out of the rough. Never had a chance of reaching, and now it is time to regroup and try to escape with a par. Oh, 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 oh. Wie sie hinterm Ball her schaut. Set from so, the bunker. This is Ogi. Fifth shot. Just a short bunker shot. So, open your feet up. Open the club face up. Little splash out. Thirteen feet away. So, ein Birdie würde uns jetzt nochmal gut zu Gesicht stehen. Ja, Bingo! Naja, bei so einer Annäherung. So where the second hole, the par 5, is considerably downhill, the 8th is up the hill. You can certainly make an eagle here, but it requires two good shots and maybe a little luck. If you play it off the right, it'll kick down and leave you within eagle range. So, kleiner Funfact hier am Rande, wenn wir hier gerade die gesamten Bäume hier alle sehen. Laut EA Sports sollen alle Bäume, die hier zu sehen sind, auch wirklich in der Realität an derselben Stelle stehen. Ja, bis eben auf drei, die ja gestern entwurzelt wurden. Aber zum Glück niemand zu Schaden gekommen ist. Aber es war natürlich schon eine Schrecksekunde und Schreckmoment. Und ja, wir dürfen gespannt sein, ob EA darauf reagiert und
ja, diese drei Bäume jetzt zukünftig rausnimmt. Ich glaube, an der 16 war es. An der 16 auf der linken Seite sind drei Bäume entwurzelt worden. Aber wie gesagt, es wurde glücklicherweise niemand verletzt, niemand getroffen. Aber war natürlich dann der Grund auch dafür, warum am gestrigen Tag, am zweiten Tag des Masters im Augusta National dann abgebrochen wurde, weil man ja eben dann die Bäume beseitigen muss. Okay. So. Ich muss jetzt gerade nochmal schauen, weil hier würde sich jetzt natürlich vom Prinzip her ein Fade anbieten, aber auf der anderen Seite können wir auch hier einfach mal versuchen, Gas zu geben mit einem Power Drive. Und dann schauen wir mal, wie viel Power der Jason noch hat. So, ich hoffe nicht, dass er rechts noch. Natürlich geht er rechts. Und wieder mal versenken wir den Drive im Fairway-Bunker. No issues here. That is into the fairway. Now from better than 300 yards out, a second to the par five. So, ich wollte doch gerade sagen, das Grün muss sich auf der linken Seite hinter den Bäumen befinden. Par 5. Das heißt, auch wieder mal muss Nelly hier den Ball hier aus dem Bunker holen. Mit Sicherheit nicht mit dem Holz. Sie nimmt ein Eisen. Man muss eigentlich nur genau ein Layup und den Ball vorlegen. Eine andere Option hat sie nicht. Okay, that's a good safe play. Get it back out into the fairway. Get some distance if you can. And get set to try and make a good third on this par 5. Okay, ja, da steckt die Fahne. Das Wedge wird Spin haben. Okay, wir versuchen es mit diesem Schlag. Da sollte wenig Spin drauf sein. So, er nimmt einen Eisen 9. Es geht deutlich nach oben, bergauf. Ja, der müsste einen Kick kriegen. Und bleibt liegen, Sid. Okay. That one was running so hot. From the fairway, we check in with Noda. Ball came up in the right half of this fairway, which cuts off the angle, so it's going to require a precise effort to get it tight. Well, I don't have my sehr guter Schlag. But that looks like, what, 6-7 feet in there, but that is an excellent approach shot. Yep, da ist das Paar noch drin. Pretty putt now, moving to his right. Und das sieht nach einem Birdie aus. Good concentration there, and it's in for a birdie. Naja, haben sich die beiden ja auch verdient nach dem Doppelbogey. So, wir sollten uns jetzt ein bisschen konzentrieren wieder. Linke Lochkante. Linke Lochkante sollte eigentlich passen. Okay, can't take cuts that length for granted, but that's in for a par. Par 4 ninth is intriguing here at Augusta National. This is where you can see just how hilly the golf course is. It may not show up on television that way, but you can certainly feel it as you make your way up to this ninth green. Ja, das ist auch ein ganz schöner Hammer. Also das ist auch eine ganz, ganz interessante Spielbahn. So, wir achten mal kurz darauf.
wo die Herren und wo die Damen abschlagen. Ob die Damen hier tatsächlich vom selben Team, kann ich mir aber nicht vorstellen. While there's good bounces, there's bad bounces. That was a good one. Ja, doch, das sieht fast so aus, als wenn es 436 Yards dieselbe T-Box wäre. Aha. Ah ja, jetzt dürfen wir doch noch von den Pinien schlagen. Komm, bleib liegen, nicht unter den Ästen. Okay. From the pine straw now, his second. Ja, das ist dieses berühmte Grün mit drei Wellen, wenn ich richtig weiß. Da sind praktisch drei Ebenen. Und da laufen wir natürlich auch kräftig Gefahr, dass uns das ganze Ding hier runterrollt. So, Eisen 4 möchte er haben. Nur 6 Feet hoch, okay. Ja, okay. Ja. Nee, das brauchen wir schon. Gut. Dann schauen wir, dass wir den Ball clean treffen. Er bleibt hoffentlich. Okay. Didn't check, Frank. Yeah, just not enough spin on that. Really, I mean, that almost like took that first bounce and just ricocheted forward from the fairway. Let's go to Noda. Well, the good news is his ball has found the fairway, but the two bunkers guarding the left side of the ninth are in play. Gonna have to hit something. Kommt er wieder runter? Der kommt wieder runter. Hervorragend gespielt. That's a good shot. And more importantly too, a green in regulation, so birdie chance. Ja, der geht nach links. Ja, klar. Der rollt jetzt hier in die nächste Ebene. Und wenn er nicht liegen bleibt. Okay. Ja, den hätte man viel weiter oben anschicken müssen. Gut. Das wird jetzt ein richtig spannender Putt. Weil man sieht es auch, wo sich jetzt der Pfeil befindet. Die Zielmarkierung. Also sehr weit oben. So. Okay. That's a nice putt. Getting it there up the hill was half the battle. And this got there just a little wide of the mark. This is an 11-foot putt. Oh, no. I think he was about ready to walk that in. That looked on target the whole way. Ja, komm. Naja. And that will make this a front nine of 37, one over par. She'll brush that one in for her par here at the ninth. And that will make this a 3 over 39 on this front side. Second nine begins with a downhill 495-yard par 4 featuring a 60-yard-long center bunker short of the green. The first hole until 1935, number 10 traditionally plays harder than any other hole here at Augusta National.
So, und das waren die Front 9. Korder steht am Abschlag und möchte abschlagen, aber wir gehen jetzt hier in die Scorekarte und schauen uns das Ganze nochmal an. Also, der Stand nach 9 Löchern. Jason Day und Nelly Korda plus 1 und Dustin Johnson und Jessica Korda plus 3. Das wäre es erstmal gewesen für die Front 9. Ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken, denn ihr wisst ja, wir spielen jetzt immer Front 9, Back 9. Also, wenn ihr dann sehen wollt, wie das Ganze hier zu Ende geht und wenn ihr mitmachen wollt hier in Amen Corner, die berühmte 11, 12, 13 spielen wollt oder sehen wollt, wie ich die spiele hier, dann im nächsten Video. Für dieses Video darf ich mich erstmal wieder mal recht herzlich bei euch bedanken. Darf ich mich da recht herzlich auch bedanken für die Unterstützung, die vielen, vielen Kommentare, die ihr mir schreibt und natürlich die vielen Abos, die jetzt in den letzten Tagen dazugekommen sind. Die Abonnenten heiße ich recht herzlich willkommen auf diesem Kanal und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß mit EA Sports PGA Tour wie ich. Also wie gesagt, recht herzlichen Dank. Ich darf mich verabschieden von den Front 9 und wir sehen uns im nächsten Video wieder, wenn es auf die Back 9 geht. Bis dann wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.